Ja, willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ich weiß gar nicht, was daran eigentlich so schwer ist, seine Kontakte auf das möglichst Niedrige zu reduzieren, muss ich wirklich mal so sagen. Es ist mir ein Rätsel. Ich meine, ich schaffe das ja auch auf ganz einfache Art und Weise, indem ich einfach, indem ich mir einfach einen Glühwein aufmache und aus meiner kleinen Mini-GBL-Box frönt dann so ein bisschen Weihnachtsmucke. Ja? So, erstmal gerade die Queen hier hinten machen. Da dröhnt so ein bisschen Weihnachtsmucke und dann kann ich mir das unter meinem Carport ganz gemütlich machen. Ganz alleine für mich. Der Glühwein schmeckt so wie immer. Und von daher müsste euch das doch auch gelingen, Leute, oder? Das müsste euch doch auch gelingen, denke ich mal. So, lass mich mal erst den Angriff hier zu Ende machen. Den hier mit rein, den Royal Champion hier noch mit rein. Meine Queen kann ich da noch mal in Szene setzen. Oh, jetzt habe ich Heiler Switch. Shit. Heiler Switch, das ist nicht gut. Aber noch gerade so erfolgreich dagegen gestemmt. So, die Queen könnte jetzt auch den Scattershotter machen. Macht sie auch. Da ist er weg. Und auch das Rathaus geht hier noch down. So, wo gehen denn jetzt meine Miner hin? Die werden jetzt nach da gehen. Skelette werden gegiftet. Ja, sieht ganz gut aus. Passt so. Ja, also ich schaffe das auch. Das solltet ihr auch in jedem Fall schaffen. Aber ihr solltet auf gar keinen Fall eure Kontakte heute Abend reduzieren. Denn ihr habt es im Titel gesehen, wir verlosen 10-mal Goldpass. Jetzt nicht alle auf einmal und alle auf heute Abend. Ich werde gleich mal kurz erklären, wie das Ganze vonstatten geht. Und, den haben wir sogar gedreiert. Okay. Und dann wisst ihr in etwa den Ablauf, was auf euch zukommt die nächsten 3 Tage und beziehungsweise die nächsten 3 Abende, so muss man es ja sagen, nicht Tage. Und dann schaffen wir da auch die Voraussetzung für. Aber wie gesagt, diese Kontaktreduzierung, die soll hier nicht in Clash of Clans gelten. Hier rauft euch gerne zusammen und macht hier eure Angriffe, beziehungsweise eure Clank-Kriegsangriffe, vor allen Dingen in der laufenden DCM. Ja, in den deutschen News stand es auch drin. Ich hoffe, ihr habt mal reingeklickt. Ich plädiere zwar immer auf die englischen News, aber ab und zu muss man auch mal auf den deutschen oder in die deutschen News reinklicken. Und da gab es natürlich das DCM-5-Pack, das große, große Finale. Advent, Advent, die dritte Kerze brennt. In der Tat, dritter Advent schon, Leute, am Sonntag. Die Zeit geht so schnell rum in diesem Jahr. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Was noch heißer brennt, ist das Schlachtfeld beim DCM. 5-Pack-Finale dieses Wochenende von Freitag, den 11.12., also von heute, bis Sonntag, den 13.12. erwartet euch natürlich geballte Ladung Action der Extraklasse nach 4 Qualifiern. Ihr wisst, August, September, Oktober, November gab es die Qualifier, jeweils auch bei den einschlägigen YouTubern oder Twitchern zu sehen, wie Kalle, Itzun, Noobs, Toto, Master Tom Rambo, Perry Gaming, Was Maniac und Flunky. Die werden hier erstmal die Vorspiele machen am heutigen Abend und ihr seht das hier, die Gruppenphase, 8 Gruppen A4 Teams, fängt heute Abend an um 19 Uhr. Wenn ihr auf den Button hier klickt, dann kommt ihr direkt auf den oder landet ihr auf einem Link des Discord-Servers. Ich werde das auch heute Abend nochmal einblenden unter meinem Stream in der Infokarte und lasse das auch ab und zu, denke ich mal, einblenden. Das habe ich jetzt schon so eingerichtet. Und 19 Uhr, 20, 30, 22 Uhr, also es wird ein bisschen länger heute Abend. Morgen Abend wird es nicht ganz so lange, denn natürlich scheiden welche aus und wir haben dann morgen das Achtel- und das Viertelfinale. Dort bin ich auch noch mit von der Partie. Am Sonntag steige ich dann aus. Halbfinale, Spiel um Platz 3 und Finale machen Yves Kalle und Itze unter sich aus. Aber wenn ihr auf meinen Twitter-Account schaut, heute im Laufe des Spätnachmittages, werde ich die ganzen Sachen auch nochmal für euch posten. Oder aber ihr könnt das natürlich gerne auf dem Discord-Server machen. Und dort gibt es natürlich die einschlägigen Links zum Twitter-Account, zur Facebook-Seite, zu den aktuellen Spielplänen und auch zu den Teams, die daran teilnehmen. Aber ihr habt das sicherlich so hier und da verfolgen können, dass jede Mannschaft vorgestellt wurde, die jetzt hier in den Qualifier spielt. Und es gibt ja auch ein bisschen was zu gewinnen. Es gibt ja
Geld- und Sachpreise, also Fanpakete, es gibt Geldpreise, ja, und es gibt halt dieses, es gibt halt 10-mal von mir den Goldpass. Wie das Ganze vonstatten geht, also die 10-mal, die 10 Goldpässe verlose ich nicht komplett 10, sondern ich habe von den 10 Goldpässen 5 der DCM zur Verfügung gestellt. Die werden das über ihren Twitter-Account machen. Ihr seht das hier. Die werden das über den Twitter-Account machen. Da gibt es dann so ein paar kleinere Sachen, die ihr dort tatsächlich machen müsst. Ihr braucht mich danach nicht mehr followen. Ihr könnt mich dann entfollowen, denn auf Twitter bin ich ja der Noob schlechthin vom Herrn und vergesse da ja immer gern was zu posten, wenn mal was Neues kommt oder wenn ich eigentlich auch mal was Cooles habe oder so. Aber ist nicht ganz so schlimm. Ihr könnt dort die Pässe dann bis Sonntag gewinnen. Es gibt nur eine Voraussetzung, die gibt es bei allen 10 Pässen. Ihr müsst eine gültige E-Mail-Adresse haben und ihr müsst ein PayPal-Account-Konto besitzen. Ansonsten kann ich euch die 5,49 € nicht zur Verfügung stellen, beziehungsweise ich habe das einfach aufgerundet auf 6 Euro. Kann ich euch das nicht zur Verfügung stellen? Oder aber ihr müsst hier vorbeikommen, dann kann ich euch die auch bei einer Hand drücken. Ob ihr da dann den Goldpass mitkauft oder ob ihr das andersweitig umsetzt, Döner, Peter, sonstige Geschichten, das kann ich dann natürlich nicht mehr beeinflussen. Aber ich denke, den Goldpass für 5,49 €, der lohnt sich in jedem Fall immer. Auch wenn ihr den heute noch kauft, also sagen wir mal, wir haben jetzt heute 10 Tage schon den Pass gehabt und ihr bekommt das jetzt nach dem Wochenende, dann bekommt ihr natürlich auch die oberen Belohnungen aus dem Pass, wenn ihr schon so weit seid wie ich. Ja, also angenommen, ich wäre jetzt der normale Passspieler, hier Silberpassspieler, dann bekomme ich alle Sachen, die ich hier oben auch hätte bekommen können, bekomme ich dann ausgehändigt bzw. kann mir sie dann abholen. Also es ist schon ein enormer Vorteil, nicht nur was das Leveln angeht und das Bauen angeht und die Ressourcen angeht etc., sondern vor allen Dingen, ich kaufe mir den Pass ja tatsächlich ausschließlich für die Verschnellbesserung, also schneller trainieren, schneller forschen, alles schneller, höher, weiter und natürlich wegen dem coolen Skin. Der ist ja noch offen bei mir, aber der muss bei euch nicht offen bleiben, wenn ihr einfach bei dem Gewinnspiel mitmacht. Also 5 Pässe über den Twitter-Kanal von der DCM, müsst ihr mal gucken, wann das eröffnet wird, und 5 Pässe gibt es dann bei mir in den Livestream. 3 Pässe heute Abend und 2 Pässe morgen. Das passt nämlich dann wunderbar hier mit den 5 Spielen. Also könnt ihr euch darauf gefasst machen, dass wir zwischen 19 und 20 Uhr den ersten Pass ausspielen, zwischen 20 Uhr und 21:30 Uhr oder so den zweiten. Also wir werden die 3 Pässe heute Abend los. Aber wie gesagt, ihr müsst eine gültige E-Mail-Adresse haben und ein PayPal-Account, und ihr müsst auch wissen, wie man mich über Twitch anflüstert, sodass ich das natürlich auch überprüfen kann. Haben wir aber gestern Abend schon mal kurz drüber gesprochen, wenn angenommen der Toto gewinnt jetzt und meldet mir seine E-Mail-Adresse und ich möchte jetzt überprüfen, ist es denn überhaupt der richtige Toto, der da gewonnen hat, dann kann man das ganz, ganz einfach machen, denn im Chat sehe ich, wer mich wann wie followt, also sich dann schnell einen Toto-Account machen und mir die E-Mail-Adresse schicken, ist nicht. Das sieht man sofort. Ihr müsst außerdem auf Twitch Follower sein. Ja, das habe ich noch vergessen. Ihr müsst auf Twitch Follower sein. Also https://twitch.tv/toto/clashed. Und aber guckt natürlich auch bei den anderen Streamern gerne rein, gar keine Frage. Es soll ja ein bisschen Werbung für das gesamte Turnier sein, also Ezo, Kalle, Master Tom, je nachdem, was euch da, welche Begegnung euch da auch interessiert. Guckt einfach rein oder switcht rum. Am PC kann man ja mehrere Sachen gucken. Haltet, wie ihr das gerne möchtet, aber ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, hatte ja gestern gesagt, wie das Ganze vonstatten geht. So wird es funktionieren und ich freue mich auch schon drauf. Heute Abend natürlich mit Facecam. Im Moment habe ich eine Gesichtsmaske aufgelegt. Das sieht dann nicht ganz so schick aus in der Kamera. Da verbiegt die sich nämlich. Und dann werde ich das Ganze mal ein bisschen vorbereiten vom Overlay her und vom Doing her, sodass ich nachher um kurz vor 19 Uhr dann hier starte. Also es wird wahrscheinlich ein bisschen eher losgehen, dass wir ein bisschen warm werden, ja, uns ein bisschen warm quatschen und ein bisschen warm clashen. Und dann sehen wir uns zum Final. Ersttag, also in der Gruppenphase heute um 19 Uhr bei der DCM. Ich würde mich freuen, wenn ihr daran teilnehmt, beziehungsweise wenn ihr das Ganze
mit Masse verfolgt. Also teilt alle Beiträge zu euren Freunden, zu euren Freundinnen und wo sonst noch immerhin, die Clash begeistert sind. Heute DCM, Finale, erste Gruppenphase. Morgen geht es dann weiter, Achtelfinale und am Sonntag das große Finale. Das kann ich dann auch mit euch schauen. Ganz entspannt. Nicht vor der Kamera, einfach hinter der Kamera. Und kann dort dann Kalle und Itzu beim Finale zuschauen. Wie gesagt, es würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Und bis dahin würde ich sagen, bis heute Abend. Vielen Dank fürs Zuhören. Euer Toto. Clasht.